Habe ich mich wohl wieder für schlauer gehalten, als ich bin. Da muss ich wohl Mr. Mondbart fragen, was zu tun ist. Oder? Vielleicht könntest du ihn hier aufhalten. Du weißt schon, aufhalten, behindern, stoppen. Ach, yo. Ach, ja, so easy eigentlich. Boom. Ah, warte mal. Den muss ich erstmal. Boah. Alter! Warum? Ey, ich verdrück mich immer! Nochmal. Booyah! Und zack! Oh, Sicherheitsalarm! Gussi ist schwummrig! Noch so ein Treffer! Und Gussi klappt zusammen! Geht doch. Ja, Gossi macht jetzt mal Nickerchen. Tut mir leid, Gossi, Alter. Es ist zum Besten des Berges. Komm, Jo, der Weg zum Dorf ist frei. Boah, hier steppt der Bär. Boah, eine Felshasen-Jam-Session. Das sieht man nicht so oft, Jo. Sie feuern uns mit der Kraft des Metal an. Danke, flauschige Kerlchen. War ja klar. ...348, so, gucken wir mal, was wir uns gönnen können. So, what the fuck? Könnten uns jetzt Sprungangriff-Abzeichen mal gönnen. Was das auch immer ist. Spring mit X und drücke in der Luft Viereck, um nach unten zu krachen. Wuhu! So, und natürlich machen wir jetzt diesmal Schwertschadenaufwertung. Bam. Check. 3 ist wohl Maximum. Und wir holen uns hier als letztes noch das Bild. Check. So. Booya! Oha! Juhu, geil! Soldat Hohl, ich habe das Meldeformular für böses Mitarbeiterverhalten gelesen. Offenbar bist du dafür verantwortlich, dass dieses Sägeblatt runterfiel. Eine Sabotageakt, du bist ein dreckiger Verräter. Ich sehe es in deinen Augen. Nein, das war nicht mal ich. Es gab einen Felsrutsch. Klappe halten, Verräter Hohl. Überall um mich herum, Verräter und Idioten, oh, wie mir das klar ist. Nun, Hohl, ich muss dir mitteilen, dass die Angestelltenunfähigkeitsklausel 389 vorschreibt, dich bedauerlicherweise rauszuwerfen. Soldat, wirf Hohl raus. Nein!
rauswerfen. Bin ich mit Wortspielen nicht überaus geschickt? Allerdings, oh grandioser Krummbeil, einer der Besten. Der Beste. Der Beste, Verzeihung, oh Meisterlicher. Zurück an die Arbeit. Na schön. Lang genug. Mitarbeiter, zurück an die Arbeit. Moment mal. Störenfriede, Störenfriede. Vernichtet sie. Ich bin doch kein Störenfried. Jut, ich bin ja ziemlich entspannter Typ, aber wenn diese Widerlinge durch mein Dorf stolzieren, als gehörte es ihnen, dann kriege ich echt einen Hals. Ich spüre den Geist von Trag in mir aufsteigen. Es wird Zeit, diese Plünderer vom Berg zu werfen. Zeit, dass ich mich wehre und zusammen mit dir kämpfe. Für Tarak! Na, dann. Let's go. Yeah, wir fighten zusammen. Woohoo! Das war's auch schon. Puh, dieser große Kerl hatte es ganz schön in sich. Aber wir haben es ihnen allen gezeigt, was? Lass uns weitergehen. Unsere Helden blieben plötzlich stehen. Vor ihnen lag das Dorf Tar. Verwüstet von der Sprengung. Und von riesigen Spuren durchzogen. Den riesigen Spuren einer riesigen Maschine. Nein, alles zerstört. Die Türen kann ich nicht öffnen. Oh mein Gott. Was ist hier los? Metallheftig! Was für eine fiese Megamaschine! Ich glaube, mit dem Ding kommen wir nur gemeinsam klar, Alter. Okay, ich hol die links. Snip! Ich helfe dir! Pow! Sieh mal, Jod, die Schlösser sind ungeschützt. Wenn wir sie abbrechen, können wir dieses Ding bestimmt stoppen. Plop. Oh mein Gott. Oh, hat das wütend gemacht. Wir haben Gesellschaft. Okay, ich wieder links. Wie soll ich denn das machen? Ach so, das hat keinen Zweck, das Sägeblatt ist zu stark. Okay. Wir müssen zusammenarbeiten, Alter. Du stoppst das Sägeblatt mit deiner unaufhaltsamen Macht und ich reiße diese Schlösser ab. Jawohl. Okay, das war nicht so gut. Ups. Auch nicht. Ups. Oha. Ich komme dir zur Hilfe, Hilfe. Au, trotzdem getroffen. Alter, der hat mich im Dingens getroffen. Upsi. Kann ich die nicht wegschleudern?
Nee, kannst du nicht. Ja, was ist? Du musst kämpfen und nicht nur da stehen. Aua! Bam! Jut, der Regler liegt frei. Hau fest drauf, Alter. Noch mehr? Das Ding ist außer Kontrolle. Und weg damit. Die riesige Maschine fiel. Und zersprang unten am Boden. In ungefähr 280 Millionen Teile. Je größer sie sind, desto schneller stürzen sie ab. Altes Bergtroll-Sprichwort. Wir haben es gerockt, Alter. Eine perfekte Kombi. Hey, die Dorfbewohner müssen hier irgendwo sein. Lass uns weiter. Wohin? Nach oben? Da sind sie! Schnell, befreit sie! Krass, mein Sohn. Wie lange ist es her? Zu lange, viel zu viele Tage. Sieh nur, du bist ja so viel größer geworden und sogar noch hübscher. Mama, komm schon. Nicht vor allen Leuten. Was? Alle können doch sehen, wie hübsch du bist. Mama! Krass, wir haben zugesehen, wie du mit diesem mechanischen Monster umgesprungen bist. Oh, das habt ihr mitgekriegt, Papa? Das hast du toll gemacht. Echt Metal-mäßig. Du hast das Zeug zu einem großen Truck-Krieger. Wir sind stolz auf dich, Junge. Ach, wisst ihr, das hast du mir beigebracht, Mama, den Müll wegzuräumen. Und Großonkel Krong hat mir ein paar Tricks gezeigt. Großonkel Krong, möge er im Ruhm ruhen. Gut gemacht, ihr beiden. Das war ein ordentlicher Schlag für Krummwein. Wisst ihr, die Maschine hat Metall aus dem Berg abgebaut. Ich habe erfahren, dass Krummweins Schergen das Erz irgendwo hin transportieren. Zu welchem Zweck? Kein Schimmer. Das müsst ihr herausfinden. Husch ans Werk, Jungs. Mondbad, Ende. Klingt, als stünde euch eine weitere Mission bevor. Gerade erst eingetroffen und schon willst du wieder weg? Kommt zum Berg zurück, wenn ihr fertig seid. Deine kleinen Cousins wollen mit dir improvisieren. Ich werde bald zurück sein, Mama. Versprochen. Die übrigen Dorfbewohner sind in der Nähe eingesperrt. Wir werden ein paar Soldaten verhauen und sie befreien. Trag Segen euch beiden. Auf in den Kampf! Hey, Alter. Leide ich an Baggerhirn oder... Kannst du das auch scheppern hören? Hä? Was denn? Achso. Jod und Crash blickten von der Klippe hinab. Jod? In weiter Ferne erspähten sie einen Wagenzug, der davon eilte. Die Helden brachen auf, um herauszufinden, wohin Grumwalds Transport unterwegs war. Kapitel 7. Streit am Salsa-Strand.
Unsere Helden folgten dem Wagenzug zur Küste. Ins flippige Land Salsa-Strand. Da wären wir also. Salsa-Strand, Heimat der Flambomingos. Nach dem, was ich gehört habe, ist das ein sehr schwungvoller Ort. Wollen wir hoffen, dass wegen Krummweil die Stimmung nicht total im Eimer ist. Die Stimmung! Sie ist total im Eimer! Gewaltige Fahrzeuge kamen durchgerollt. Jede Menge Soldaten, die echt mies drauf waren. Von Krummweils Leuten hört man irgendwie nie was Gutes. Kein Wort über große Reinigkeit oder tadellose Manieren. Naja, keine Sorge, Flambomingo. Alter, wir sind dabei, das in Ordnung zu bringen. Jetzt kommen der kühne Knappe und Co. hier durch. Kann ich die Dinger hier anhauen? Oh, nee. Das? Nee. Kann ich auch nicht drüber bisschen. Ah ja, bam, bam. Oha. Ah, mein Schwert. Alter. Kann ich die Kokosnüsse runterhauen? Nö. Kann ich nicht. Ein X kennt das heißt schon die Strecke. Oh, da sind noch mehr Xe. Aber es passiert nichts. Okay, die sind nur als Deko da. Den haben wir ordentlich verbuddelt. Zappel, zappel, blöder Vogel. Es ist unser gutes Recht, das zu tun. Wie gefällt dir dein hübscher rosa Sand jetzt, kleiner Seestern? Hey, ihr Deppen! Genau dieses Verhalten hat euch einen miserablen Ruf eingebracht. Sternfriede, auf sie! Zack, zack, bam, zu! Ach, jetzt hilft der Mensch mehr, mein Freund. So. Diese gemeinen Rabauken! Sie haben meinen armen, lieben Mann im Sand verbuddelt! Keine Sorge, Frau Seestern, wir holen den Kerl da ganz schnell raus. Oder auch nicht. Das ist echt robuster Sand. Das ist Salsa-Sand. Hoch viskos. Man kann die Dinge leicht eingraben, sie aber schwer wieder ausgraben. Ihr Jungs werdet da wohl nicht viel ausrichten können. Es gibt nur einen, der meinen Mann ausbuddeln könnte. Wamba. Wamba? Wamba. Er ist ein kleiner, rundlicher Flambomingo. Gut im Graben. Findet Wamba, damit wir meinen Schatz ausbuddeln können. Alles klar, Frau Seestern. Irgendein Tipp, wo wir diesen Wamba finden können? Nun ja, um diese Zeit findet man ihn gewöhnlich schlummernd unter einem Baum vor. Es ist ein verschlafener Vogel. Ja, ich habe mich auch aufmerksam umgesehen, seit wir angekommen sind. Aber rundliche, verschlafene Typen unter Bäumen sind mir nicht aufgefallen. Vielleicht findest du den Kerl, den wir suchen, aus einem anderen Blickwinkel. Okay. Rundlich hier, bup. Aus einem anderen Blickwinkel. Aus welchem Blickwinkel? Okay, meine Hände kann ich nicht verwenden. Ein rundlicher Kerl.
Hey, yo. Wer bist du? Was gibt's? Ein Seestern verbuddelt? Das Aufgabe für Wamba. Du zeigst den Weg. Ich zeige erstmal hier, gucke, was das ist.